Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video zu The Lego Batman Magazine Nummer 2. Das ist eine neue Auflage und das zweite Comic in diesem Jahr, deswegen ist es Nummer 2. Mit dabei, wie in jedem guten Lego Comic mittlerweile, Sammelkarten oder Aufkleber, Trading Card Game, also eindeutig Sammelkarten bzw. ein Kartenspiel, lässt sich sehr viel einfacher öffnen als die aus den City Comic bekannten Sticker für The Lego Movie 2. Worauf wir hier aber nochmal kurz zu sprechen kommen wollen gleich. Da ich mich mit Ninjago nicht so super gut auskenne, oh, hier sind Spielregeln dabei, die konnte ich mir mal durchlesen, dann hätte ich vielleicht ein bisschen Ahnung davon. Auf jeden Fall haben wir eine sehr schöne glitzernde Karte mit dem bösen, beinlosen Jäger, der 59 was auch immer hat. Und einige mehr oder weniger bekannte Figuren und sogar Drachen und komische Kugeln. Naja, wie auch immer. Hat damit nicht so viel zu tun, über was wir heute reden wollen. Wir wollen heute reden über Robin, der in einem geklebten Polybag daherkommt. Und ich hoffe, dass ich den irgendwie da rauskriege, ohne dass alle Teile aneinander kleben oder irgendwas kaputt geht. Ja, wer sagt's denn? Es klebt wie immer alles perfekt aneinander. Direkt den Beutel wieder verschließen. Robin kennt man ja als als Sohn von, oder als Ziehsohn ein bisschen von Batman. Und wir haben hier sogar zwei farbige Umhänge dabei. Ich mach mal den gelben drum, weil der da auch drum ist. Zadam. Dann eine wunderschöne, wuschelige Haarpracht noch oben drauf. Und eine Enterhaken-Kanone. Und fertig ist unser Robin. Was der zweite Umhang zu bedeuten hat, kann ich noch nicht so genau sagen. Wo ist denn die Figur? Da werden wir vielleicht noch sehen. Der Comic auf jeden Fall spielt natürlich in Gotham City. Und hier ist der schwarze Umhang übrigens auch nicht. Aber wir haben einen Wendekopf. Habe ich eben nicht erwähnt. Wir haben ein grinsendes und ein ernst guckendes Gesicht. Und es ist ein Fokus eben auf Robin, der Batman hilft. Batman taucht natürlich selber auch auf. Genauso wie Alfred und Two-Face und all die anderen Bösewichte. Und er ist halt spannend wie immer. Was mir ein bisschen fehlt, abgesehen von einem ordentlichen schönen Comic, obwohl Poster, weil obwohl das hier ja noch geht, sind ein bisschen die Quizzes zwischendurch. Und was ich auch witzig finde, ist die Werbung, dass es jetzt jeden Monat kommt, das City Comic, der City Comic, aber mit Comics aus dem letzten Jahr beworben. Naja, der Comic liest sich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die Story ist auch ganz schön. Es ist halt ein Batman-Comic, ne? Und er ist halt mit Lego-Charakteren besetzt. Das ist schon okay. Hier auch ein paar Lego-Steine gezeichnet, damit es passt. Und hier eben die mysteriöse Auflösung. Es gibt also eine Sticker-Serie zum zweiten Lego-Movie. Das hätten wir uns denken können. Und das ist eben das Heft, das man dafür kaufen kann, wo man die Sticker reinmachen kann. Am 7. Mai geht es dann weiter mit dem dritten Batman-Comic und dabei Superman. Wieder mit einem Wechselgesicht. Das merke ich mir jetzt schon mal.